So, und ist noch nicht losgegangen bei der Pressekonferenz. Da nutzen wir die Zeit bis dahin, bis die Bundesinnenministerin und ihre Vertreter von den Kommunen dort auftauchen werden. Und zwar mit Professor Herbert Brücker, Migrationsforscher. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, schönen guten Tag. Erstmal so eine allgemeine Vorabfrage. Wir kennen das ja, die Bundesinnenministerin hat heute Morgen die Altkanzlerin quasi zitiert und hat gesagt, wir schaffen das, wir haken uns unter. Was wir wissen bei Merkel damals, danach ging dann die Flüchtlingskrise erst richtig los. Steht uns jetzt wieder sowas ins Haus oder haben wir gut gelernt? Also ich glaube, die Situation ist eine völlig andere als 2015. Wir haben zwar ähnlich hohe Zahlen, aber ein Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine sind privat untergebracht, sodass die Belastung für die Kommunen und für die Länder diesmal wesentlich geringer ist. Aber es gibt natürlich enorme Engpässe. Man kann nicht über Nacht diesen Wohnraum schaffen. Und darum muss man über Verteilungsmechanismen, die intelligenter sind als 2015, nachdenken. Man braucht natürlich auch finanzielle Entlastungspakete. Allerdings tut der Bund da schon jetzt eine ganze Menge. Also ich meine, wenn wir mal nachrechnen, seit 2015 sind ja jetzt schon 7 Jahre vergangen. Da hätte man ja an sich schon mal ein bisschen nachjustieren können bei den Systemen, die man dann einsetzt im Fall. Denn man muss ja immer damit rechnen, denn wir wissen ja, wie wir es jetzt gerade sehen, der Ukraine, dass irgendetwas passiert und Flüchtlingswellen in Gang setzt. Haben wir da nachgeholt, nachjustiert oder Systeme aufgebaut? Also ich glaube, wir haben gelernt, machen vieles besser. Wir haben jetzt die rechtliche Situation viel besser geklärt. Und das ist auch einer der Gründe, warum so viele Menschen jetzt privat untergebracht sind. Das ist halt nicht so, wir können nicht für 1 Million Menschen, die jetzt gekommen sind, auf Reserve Wohnraum vorhalten. Das wäre nicht möglich. Wir haben Wohnungsnot, hohe Mieten in vielen Ballungsräumen. Und da kann man nicht ohne weiteres für 1 Million Menschen Reservekapazitäten vorhalten. Das ist nicht so ganz einfach, aber man braucht flexible Strukturen, um dann mit so einer Krise umzugehen. Da gibt es Nachsteuerungsbedarf und da hätte man sicher das eine oder andere intelligenter machen können. Aber im Grundsatz glaube ich, dass wir gar nicht auf so einem schlechten Weg sind. Ja, es geht ja dabei schon nicht mehr um Wohnungen, sondern um Turnhallen und dergleichen. Irgendwelche Gebäude, die jetzt aus der Reserve geholt werden, zum Beispiel dann auch Kasernen und dergleichen. Wir haben natürlich mit einer zweiteiligen Angelegenheit zu tun. Das wird immer so ein bisschen gesagt, man würde dann Flüchtlinge unterteilen in erster Klasse und zweiter Klasse. Und das wollen wir jetzt gar nicht tun. Aber wir müssen sagen, das eine sind zum Beispiel die Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen, wo wir uns wirklich auch rührend drum kümmern wollen. Das andere sind die Flüchtlinge, die wir auch schon in einer gewissen Weise gewöhnt sind. Wir schauen nach Nordafrika, was weiß ich, Syrien beispielsweise, um nur ein Land zu nennen. Da drücken die Flüchtlinge weiter, auch in Richtung Deutschland. Da fangen wir an und engagieren uns mehr in der Ursachenbekämpfung. Schon genug? Ja, vielleicht ein Wort zu den Zahlen. Aus Nordafrika kommt praktisch niemand, aber aus Syrien und aus Afghanistan. Ursachenbekämpfung ist nicht so einfach. Wir haben in Syrien, in Afghanistan sehr brutale Regime, zum Teil auch Kriege gehabt, die sehr viel brutaler sind oder genauso brutal wie der in der Ukraine. Also die Lage ist dort nicht besser. Und wir müssen diesen Menschen im Prinzip genauso helfen. Wir helfen den Menschen aus der Ukraine jetzt besser. Wir haben günstigere Rahmenbedingungen. Vielleicht ist auch die Gesellschaft dort ein bisschen engagierter. Wir dürfen die anderen nicht vergessen und diese Ungleichbehandlung oder diese Unwucht, die da reinkommt, ist nicht besonders glücklich und Ursachenbekämpfung fordern alle, ist aber nicht so einfach. Also wie macht man mit dem Regime wie Assad Ursachenbekämpfung oder mit den Taliban in Afghanistan? Ja, also da die Fluchtursachen da zu bekämpfen, ja, das ist schlichterdings nicht möglich. Man muss den Menschen helfen, denen es gelingt, aus diesen Ländern zu kommen. Das sollten wir nicht alleine tun. Das müssen wir im europäischen Kontext machen. Das müssen auch andere Länder tun. Aber wir müssen unseren Beitrag dazu leisten. Also Sie sagen, da gibt es ein Defizit, da gibt es Nachholbedarf? Ja, wir haben keine sicheren Fluchtwege. Also wir haben Afghanistan verlassen. Wir waren ja Teil der alliierten Truppen dort. Wir hatten das nicht vorbereitet. Sehr viele Menschen leiden dort unter den Taliban, besonders Frauen. Haben keine Möglichkeit, dieses Land verlassen. Unter den Flüchtlingen, die jetzt außerhalb der Ukraine kommen, sind die Afghanen die zweitgrößte Gruppe. Aber wir reden dort in diesem Jahr über etwa 20.000, 25.000 Menschen. Das ist eine relativ kleine Zahl. Wenn wir das an den grausamen Verhältnissen, die wir in diesem Land haben, daran messen, das wollen sehr viel mehr Menschen das Land verlassen. Das ist aber
durch die Bedingungen, auch weil die Europäische Union sich abfordert, nicht möglich. Ja, jetzt stelle ich mal eine politisch provokative Frage an den Wissenschaftler. Wollen wir denn eigentlich, also ich meine jetzt mal Deutschland, und wollen wir in Europa solche, sagen wir mal, smoothen Fluchtkanäle, dass das alles einfacher geht? Also ich glaube, dass wir sie humanitär brauchen. Also es geht hier um Menschenrechte und um Schutz. Es ist natürlich so, jetzt nicht ein Land alle Menschen aufnehmen kann, auch nicht Europa alleine. Aber die Hocheinkommensländer, die reichen Länder, nehmen etwa 15% der Geflüchteten auf. Sie schotten sich sehr viel besser ab als andere Länder. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass wiederum andere Länder wie die Türkei, wie der Libanon, wie Jordanien sich abschotten gegen die Geflüchteten, sodass die Länder nicht mehr verlassen können. Ja, oder der Iran schotten die Afghanen ab. Und das ist natürlich ein Problem. Und humanitär muss man halt die Kosten und Flüchtlinge Kostengeld, muss man das fair verteilen. Deutschland leistet da ja einen sehr großen Beitrag. Aber auch andere europäische Länder müssen da einen größeren Beitrag als in der Vergangenheit leisten. Ja, Sie sagen, wir sollten, aber wollen wir? Das war ja die eigentliche Frage. Wollen wir es politisch? Ja, die Frage ist immer, wer wir ist. Ja. Die Frage ist, wie ernst nimmt man das mit den Menschenrechten, mit dem Auftrag, den wir vom Grundgesetz haben und mit dem Völkerrecht. Also wir haben ja die Genfer Flüchtlingskonvention und andere Akte unterzeichnet. Ich glaube, dass wenn man gründlich nachdenkt, dass dann wahrscheinlich auch mehr Menschen wollen, wenn die Lasten fair verteilt sind. Ja, es gibt ja schon aufkommende Diskussionen. Die AfD hat das Flüchtlingsthema noch nicht so groß auf ihrer Agenda derzeit und trägt es nicht so sehr vor sich her. Aber das ist eine Frage der Zeit, vermute ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber das wird doch wieder ein politisches Instrument werden können, relativ einfach, oder? Ja, es lassen sich natürlich immer sehr leicht generell gegen Migrantinnen und Migranten, aber gegen Geflüchtete ganz besonders Ängste mobilisieren. Und da spielt jetzt natürlich dieser Gipfel eine wichtige Rolle. Man kann dem am besten begegnen, indem man das Ganze gut organisiert. Und die Aufnahme jetzt der Geflüchteten aus der Ukraine läuft jetzt ja, sagen wir mal, von der politischen Stimmung her wesentlich besser als 2015. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man, wir haben eine andere politische Lage, wir verstehen den Konflikt in der Ukraine besser, wir verstehen diese Auseinandersetzung mit Russland sehr viel besser als etwa den Krieg in Syrien. Aber es hat auch was damit zu tun, dass wir keine unkontrollierte Situation haben, sondern die richtigen Weichen gestellt haben, dass wir gesagt haben, okay, die Menschen, die hierher kommen, werden aufgenommen und sollen halt möglichst schnell in die Gesellschaft integriert werden, auf den Arbeitsmarkt integriert werden. Ja. Und das hilft bei der Akzeptanz. Ja, das ist ja schon mal wirklich gut gelaufen bisher. Und die Kritik, die daran läuft, gut, die wird es immer geben. Damit müssen wir leben. Aber wir müssen wahrscheinlich auch damit leben, wenn wir uns jetzt die vergangenen Stunden und Tage anschauen, dass es da anscheinend jetzt noch mal eventuell sogar eine Verschärfung des Kriegsgeschehens geben wird. Und je unruhiger ein Wladimir Putin wird, desto unruhiger könnte es eventuell auch für die Ukraine weitergehen. Rechnen Sie dann noch mit mehr Flüchtlingen? Das kann seriös natürlich niemand vorhersagen, weil wir wissen nicht, wie der Kriegsverlauf sein wird. Wir wissen nicht, was Putin unternehmen wird. Es ist relativ klar, dass in die Befunde aus unserer Forschung, die Menschen, die bei uns sind, kommen überwiegend aus den umkämpften Gebieten in der Ukraine. Ja, oder je umkämpfter ein Gebiet ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen fliehen werden. Wenn der Krieg eskaliert, kommen natürlich wesentlich mehr Flüchtlinge. Wenn das Kriegsgeschehen nachlässt, die Ukraine sich durchsetzt, gehen mehr Menschen zurück. Das kann niemand genau vorhersagen. Aber wir müssen uns im Notfall darauf einstellen, dass die Zahlen noch mal deutlich steigen. Ja, ich sage an dieser Stelle mal Dankeschön. Wir warten mal weiter auf die Pressekonferenz.